Hallo bei Apple Tutorials. Ja, wie kann ich mir in Pages für Mac ein Wasserzeichen einfügen? Also irgendein dezentes Hintergrundbild oder auch eine Schrift, die eben sozusagen durch den Text ein bisschen durchscheint. Da muss man in Pages ein bisschen kreativ werden. Also wenn man die Menübefehle durchsucht nach Wasserzeichen einfügen, wird man da nicht fündig werden. Ich zeige jetzt einfach mal an zwei Beispielen, wie einfach man sich da ein Wasserzeichen einfügen kann. Ich fange mal an mit einem Bild. Dazu habe ich jetzt erstmal ein leeres Pages-Dokument geöffnet und ziehe mir dann einfach das Bild, das als Hintergrund dienen soll, als Wasserzeichen sozusagen. Das ziehe ich mir einfach in die Datei hier rein. Das mache ich einfach per Drag und Drop. Habe mir das Ganze der Einfachheit halber auf dem Schreibtisch bereitgelegt oder suche es mir halt dann eben im Finder raus, wenn es da liegt. Ja, dann kann ich das Bild dann jetzt hier anpassen. Wenn ich es jetzt zum Beispiel etwas größer haben möchte, kann mir das hier verschieben auf meiner Seite, da wo ich es hinhaben möchte. Ja, und wenn das Bild dann an der Stelle sitzt, wo es hin soll, dann gehe ich auf den, also ich markiere das Bild, ne, dass das Kontextmenü hier rechts erscheint und gehe dann auf den Tab Anordnen. Und dann sehe ich hier den Eintrag Textumfluss und da stelle ich das Ganze um von automatisch auf ohne. Das ist relativ wichtig, dass man das macht. Ja, und danach kann ich mir dann mein Bild noch anpassen. Ich habe jetzt hier ein ziemlich knalliges Bild. Wenn ich da jetzt Text drüber schreibe, ist der wahrscheinlich nicht gut zu lesen. Ich möchte das Bild ein bisschen dezenter haben. Dazu gehe ich hier einfach auf den Reiter Stil und dann kann ich hier unten die Deckkraft runternehmen, einfach über den Schieberegler hier einfach nach unten ziehen und man sieht also, das Bild wird sozusagen immer schwächer von der Deckkraft her. Ja, und wenn ich mir das jetzt so einstelle, denke ich mal, dass wenn ich da jetzt Text drüber schreibe, der noch gut zu lesen sein müsste. Ich sehe aber trotzdem noch das Bild. Wenn ich wollte, könnte ich noch so ein paar Spielereien machen. Ich könnte zum Beispiel hier auf den Tabreiter Bild gehen. Dann könnte ich sagen, ich möchte hier die Farbsättigung runternehmen, weil ich das Bild vielleicht ein bisschen mehr an Schwarz-Weiß haben möchte. Wie auch immer, das kann jeder mal für sich ausprobieren. Gut, wenn ich dann fertig bin, dann tue ich Folgendes. Ich gehe in der Menüleiste auf Anordnen und hier finde ich den Eintrag Abschnittsvorlagen und da wähle ich Objekt in die Abschnittsvorlage bewegen. Wenn ich das gemacht habe und dann hier klicke, dann merke ich, kann das Bild gar nicht mehr auswählen. Es ist automatisch in den Hintergrund gerutscht und ich könnte mir dann jetzt hier einfach ich könnte jetzt meinen Text hier drüber schreiben und wenn der Text länger ist als eine Seite, dann würde man sehen, dass dieses Hintergrundbild, was ich mir als Wasserzeichen eingefügt habe, sich auch automatisch auf die zweite Seite mit einfügt. Ich habe jetzt hier mal einen Text vorbereitet, damit es etwas schneller geht. Ich habe ja so einen Erdbeerkuchen da als Hintergrundbild für mein Wasserzeichen verwendet und habe jetzt hier ein Rezept für einen Erdbeerkuchen. Passt also wunderbar zusammen. Man sieht also, ich habe eben jetzt hier dieses Wasserzeichen als Hintergrund eingefügt. Wenn ich jetzt merke, naja, das gefällt mir doch nicht so ganz, ich möchte das nochmal ändern, dann gehe ich einfach nochmal auf Anordnen. Abschnittsvorlagen und dann sehe ich hier den Eintrag Vorlagenobjekte auswählbar machen. Da klicke ich drauf und dann könnte ich hier nachträglich hier an meinem Bild noch etwas ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach Gott, ich möchte das ein bisschen kleiner haben oder wie auch immer. Und dann gehe ich wieder auf Anordnen, Abschnittsvorlagen und entferne dann anschließend dieses Häkchen bei Vorlagenobjekte auswählbar machen. Und fertig ist die Laube. Ich kann das Ganze ja nochmal zeigen. Ich füge den Text einfach nochmal hier doppelt ein. Man sieht, also jetzt habe ich hier eine zweite Seite. Auch hier ist dann eben dieses Wasserzeichen zu sehen. Ja, wie mache ich das Ganze mit Text? Ich mache jetzt einfach nochmal ein neues Dokument auf. Das mache ich über ein Textfeld. Ich gehe in die Symbolleiste hier auf dieses Icon fürs Textfeld und dann gebe ich eben den Text ein, der als Wasserzeichen erscheinen soll. Ich schreibe hier einfach mal Mustervorlage. Ja, und dann kann ich mir den Text jetzt formatieren, wie ich ihn gerne hätte. Also zum Beispiel mache ich mir die Schrift hier ein bisschen größer. Dann kann ich das Textfeld hier, ups, gerade mal ein bisschen aufziehen. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine andere Schrift. Was nehmen wir denn da mal? Ich nehme einfach mal hier die Handschrift. Und ja, das Ganze kann ich dann natürlich auch noch ein bisschen bearbeiten, indem ich einfach hier zum Beispiel bei Anordnen in dem Tab mal gucke. Da finde ich hier den Eintrag für Drehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen schräg. Und ja, vielleicht will ich auch gerne noch eine andere Schriftfarbe haben. Das Schwarz ist mir vielleicht als Wasserzeichen einfach zu kräftig. Ich nehme da einfach hier so ein Hellgrau. Und ja,
Was muss ich jetzt machen? Im Grunde genommen das gleiche wie eben bei dem Bild. Ich gehe auf Anordnen, Abschnittsvorlagen, Objekt in die Abschnittsvorlage bewegen. Und auch hier sieht man, das Ganze ist jetzt ein Hintergrund. Ja, und dann könnte ich mir jetzt eben hier auch wieder meinen Text einfügen. Ich nehme jetzt einfach hier nochmal das Erdbeerrezept, habe das jetzt dreimal eingefügt und ich sehe also hier mein Wasserzeichen, mein Hintergrundtext erscheint also hier wirklich dann auf jeder Seite ohne eigenes Zutun. Ja, wer möchte, kann sich das Ganze natürlich dann als Vorlage sozusagen sichern. Also angenommen, man weiß, man erstellt häufiger mal Dokumente, für die man das gleiche Wasserzeichen dann eben benötigt. Da würde ich jetzt hier natürlich dann meinen Text jetzt hier entfernen. Also das möchte ich mir jetzt hier als Vorlage speichern. Dann gehe ich einfach in der Menüleiste auf Ablage, sage dann hier als Vorlage sichern und dann erscheint dieses Menü. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, das Ganze möchte ich hier zur Vorlagenauswahl hinzufügen. Ja, und wenn man dann das nächste Mal ein neues Pages-Dokument öffnet, ich kann es ja gerade mal zufügen, nenne ich jetzt einfach mal Mustervorlage, damit ich noch weiß, was eben dann gemeint ist. Und ja, man sieht es hier schon im linken Bereich, ne, wenn ich ein neues Pages-Dokument öffne, dann habe ich ja hier diese Mustervorlagen, die hier Apple hier automatisch vorgibt. Und ganz unten sieht man dann den Eintrag Meine Vorlagen. Und da würde ich dann eben hier meine Mustervorlage finden, die ich hier gerade erstellt habe. Gehe dann einfach auch auswählen. Ja, und kann dann hier meine Texte erstellen. Ja, ich hoffe, jeder konnte es gut nachvollziehen. Das Ganze findet sich nochmal als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf appletutorials.de, auf meinem Blog kann man gerne nachlesen. Den Link findet man dazu hier, beziehungsweise unter dem Video. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.